Menschen zum Lachen zu bringen ist was Wunderschönes, Leute. Menschen zum Lachen zu bringen ist etwas Wunderschönes. Deswegen liebe ich meinen Beruf. Hier oben zu stehen und euch beim Lachen zu sehen, ist das Schönste, was es gibt. Vor allem liebe ich es, wenn Frauen lachen. Frauen sind reine Wesen. Frauen lachen ehrlich. Frauen sind einfach so wunderschön. Nee, es ist wirklich. Es ist so. Weil, nein, guck mal, wenn Frauen lachen, Frauen sind so, die schließen manchmal die Augen beim Lachen. Die so, der ist so verrückt. Dann klopfen die dem Nachbarn auf den Oberschenkel. Dann, wenn die so lachen, die Haare bewegen sich in Zeitlupe. Das ist so wunderschön, von hier oben anzukommen. Männer sind einfach nur hässlich, Alter. Männer schlagen ihre Nebensitzer ohne. Männer lachen einfach nur eklig. Manche Männer, die lachen wie eine Klospülung lang. Ich schwör's dir, wenn die lachen, das hört sich an wie so ein Lungeninfarkt. Die sind so. Als würde so ein Delfin sterben einfach. Die Schlimmsten, das sind die Kurzlacher. Ich hasse diese Menschen. Und dann, ich schwöre, ich erzähle so 10 Minuten eine Geschichte. Ich so, hey, ich habe das gemacht, das so. Und am Ende alle lachen und der Kurzlacher so. Manche Leute kommen nach der Show zu mir, die so, Özcan Bruder, wie kannst du 2,5 Stunden auf der Bühne stehen und einfach so Geschichten erzählen? Wie merkst du dir das? Leute, ich habe hier oben ganz andere Probleme, okay? Ich kann auf der Bühne gewisse Sachen nicht machen, die ihr bei euch in der Arbeit machen könnt. Wenn du zum Beispiel beim Daimler am Band arbeitest und dein Arsch juckt, du kannst kratzen. Du kannst immer kratzen, immer, während der Schicht. Wenn du beide Hände hast, sagst du deinem Kollegen Micha, mach mal kurz, der so. Kein Problem, Özcan, ich bin für dich da. Ich kann immer deinen Arsch kratzen. Du, ich kann auch gerne mal Urlaub nehmen und deinen Arsch kratzen. Das ist. Du kannst immer kratzen. Oder wenn du im Büro arbeitest, kannst du am Stuhl reiben. Ja, Chef, ich komm gleich. Ui, heute ist aber. Du kannst immer kratzen. Aber ich kann nicht auf der Bühne. Wenn ich mir auf der Bühne meinen Arsch kratzen will, dann muss ich eine Person spielen. Versteht ihr? Die sich den Arsch kratzt, dann.